Ist das geil oder ist das geil? Die Soundqualität nehmen wir wie immer mit dem Zoom H1 auf. Stereo-Mikrofon. Und dann gucken wir mal. Ich werde jetzt mal das per Bluetooth versuchen zu koppeln. Geht's los? Na, findet er ihn? Hidden Radio 2. Schönes Geräusch für die Kopplung. Und fertig. Gibt gleich akustisches Feedback. Ideal. Nicht scharf. So, jetzt starten wir wieder. Einmal verbinden. Hidden Radio 2. Zack, zack, akustisches Feedback-Signal. Und wie wir sehen, ist das hier entsprechend AirPlay verbunden. So, und jetzt machen wir ein paar Soundaufnahmen. Nochmal zur Info, das ist ja ein 360-Grad-Lautsprecher. Strahlt also in alle Richtungen gleich ab. 15 Stunden Akkulaufzeit soll er haben. Die Ladezeit konnte ich jetzt nirgendwo lesen in der Anleitung. Die schreibe ich nochmal dabei, wenn ich sie gefunden habe. Aber das ist natürlich schon gigantisch. So, und jetzt nehmen wir mal ein paar Musikstücke hier auf. Aus 1 Meter Entfernung, so ein bisschen Klangmodul hier, so wie die Kamera ist. Werde ich hier den Buschel mal entsprechend positionieren. So, und los geht's. Und zwar GEMA-freie Musik, damit ihr... Funktioniert nicht so richtig. Hier, die Lautstärke. Oh, jetzt erhöhe ich die. Da reagiert er ein bisschen verzögert. Aber damit kann man leben. Gut. Sag ich mal. So, dann stecken wir ihn hier rein. Und gucken wir mal, ob wir das jetzt hier rüber auch hinkriegen. Thank you.
natürlich sofort. Der kann noch lauter, ne? Das Maximum. Ja, super gut. Also, volle Empfehlung von uns. Nee, länger. Das hat ja schon was.